Heute stellen wir die Inclusive IT Academy vor, ein Pilotprojekt der Essel Foundation, das wir gemeinsam mit der Cisco Networking Academy und der HTL Rennweg ins Leben gerufen haben. Ziel ist es, einen Dialog zwischen Bildung und Arbeitswelt zu schaffen. Dazu haben wir heute Vertreter aus der Wirtschaft und aus dem Ausbildungssektor ins T-Center von Magenta Telekom eingeladen. Wir als Magenta Telekom freuen uns sehr, heute hier Host zu sein und die Veranstaltung bei uns im Haus zu haben, weil das Thema für uns wirklich wichtig ist. Wir arbeiten auch schon seit einigen Jahren mit Kooperationspartnern zusammen und haben beispielsweise Kollegen und Kolleginnen im Haus, die Autismus haben und haben da gemeinsam gelernt, dass Personen mit besonderen Bedürfnissen auch besondere Fähigkeiten haben. Die wesentlichen Stärken von Autisten sind ihre Strukturfähigkeit und diese Strukturfähigkeit, die sich in die Arbeitsweise sehr gut integrieren lassen. Die Kernbotschaft an Unternehmen ist, das Engagement für Menschen mit Behinderung nicht als Wohltätigkeitsveranstaltung zu sehen, sondern wirklich als Business-Chance zu nutzen. Wir haben ja einen großen Tool an Talents und wir von Cisco, von dem Networking Academy Programm, sind stolz darauf, das zu unterstützen. We want education to take a fresh look, we need business to take a fresh look, we need people with disabilities to be brought in as expert advisors, so that we end up making it much, much easier for any chief technology officer to find exactly the talent they require from the broadest possible pool of talent. Wir freuen uns, dass unsere 14 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, davon 4 Frauen, die Ausbildung zum Thema Cybersecurity erfolgreich absolviert haben. Ich fand den Kurs äußerst interessant. Der Lehrstoff war spannend und hat viel Spaß gemacht und ich konnte meine Qualifikationen doch sehr erweitern. Von dem heutigen Event nehme ich mit Perspektive, Zuversicht, Neugier und natürlich ein wunderschönes Zertifikat. Seid einfach offen gegenüber Menschen mit Handicap. Habt keine Angst vor Herausforderungen. Zu wünschen wäre, dass Firmen offen genug sind, um zu erkennen, dass auch behinderte Menschen einen wertvollen Beitrag leisten können, zumal wenn sie gut qualifiziert sind. Ich finde es fantastisch, dass jeder der Studierenden einen Praktikumsplatz bekommen hat, soweit auch die Unternehmen sind daran interessiert. Das Wichtigste beim Recruiting von Menschen mit Behinderung ist, dass die Qualifikation im Vordergrund steht und nicht die Behinderung. Wichtig ist für mich, dass Barrierefreiheit in die Curricula kommt der jeweiligen Universitäten und der Hochschulen und dass auch die lehrenden Personen etwas über Barrierefreiheit wissen sollten. Um Inklusion erfolgreich umsetzen zu können, braucht es den politischen Willen, die Unterstützung der jeweiligen Leitung der Organisation, die entsprechenden Ressourcen und es braucht den persönlichen Willen der beteiligten Personen. The vision is that the educational establishment will take a fresh approach. It will ask, where are the skill shortages? Where are the talent that we are not reaching at the moment? And act as a bridge, creating a truly barrier-free talent pipeline across Austria. Meine Vision für die Zukunft ist, dass wir Veranstaltungen, die das Thema Menschen mit Behinderung haben, gar nicht mehr benötigen, sondern dass es Alltag geworden ist und dass wir sie vollständig in unseren Arbeitsalltag inkludiert haben.